Ja, moin YouTube. Willkommen zu einem neuen Video. Heute TFT Solo Action. Wir sind ganz auf uns allein gestellt. Wir spielen einfach genau die Trades, die der erste Champion, den wir bekommen haben, hat. Was daraus geworden ist, seht ihr selbst. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Like da, kommentiert und abonniert, um mich zu supporten. Viel Spaß mit dem Video. Wir spielen das 3.5 Revival Galaxies Set. Wir gehen auf jeden Fall die Kombi, der erste Champion hat. Das ist jetzt der Call dafür. Schauen wir mal, wie gut wir damit durchkommen. Wir gehen rein. Oder auch nicht. Nochmal, wir gehen rein. Jo, let's go. Let's freaking go. Nice, nice, nice. Aha, wir gehen also Chrono Sorcerer. Weiß jetzt nicht, ob das so die Kombi ist, aber müssen wir jetzt gehen. Ui, Alter, da will uns aber. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Alter, das geht hier ab, ey. Das ist ja crazy, ey. Das Spiel will uns in die Karten spielen. Nehme ich auch mit, geil. Geil. Okay. Ist das Crowd? Ja, nice. What? Bro, what are you talking about, man? Ach, f***. Nehmen wir das. Okay, okay, okay. Dann leveln wir auf jeden Fall hoch, weil wir direkt 4er Chrono haben, um das Early Game zu dominieren. Das wird laufen. Das wird eine gute Runde. Vielleicht nicht die erste, aber Top 4 kriegen wir auf jeden Fall. Chrono Sorcerer, ey. Ich will einen frühen Astral kriegen, ey. Dann kann ich ihm das Deathfire Gap geben. So, over. Holy f***, ich verliere. Obwohl ich Level 4 bin und 4er Chrono habe, ey. Das ist krass. Ja, ist auf jeden Fall over. Jetzt macht er bam, bam, bam mit mir. Zack. Eieiei, das habe ich ja gar nicht kommen sehen, ey. Ja, hätten wir auch warten können, ey. Syndra will ich haben. Syndra und Ahri. Syndra, Ahri und Dings. Nice. Jetzt zwei Chancen in Esri und eine Caitlyn Abfahrt. Haben wir zwar keine Economy, aber es wäre ein krasser Power Spike. Immerhin die Caitlyn. War aber auch ein bisschen gierig von mir gerade. Das lübt doch, das lübt doch, nice. Jetzt will ich direkt ein S-Riegel, S-Real haben. Ist das ein S-Riegel? Das ist ein S-Riegel. Oh mein Gott, kriege ich niemals. Was können wir sonst noch nehmen? Ahri können wir sonst noch nehmen. Die Lowy für das Warmox. Ja, S-Riegel weg, schade. Noch ist die Lowy drin, noch ist Ahri. Nein, die Lowy ist weg. Ahri noch. Also wir sind schon dran. So, wir lesen auf jeden Fall Warmox und Warmox oder Redemption kriegen. Warmox, Strengthsclaw und oder Redemption. Also von den drei Items brauche ich zwei. Sunfire würde ich auch noch mitnehmen. Protector's Wall oder wie das heißt auch. Nein, wieso hockst du die Annie, Mann? Ich hab doch den TF. Ja, ich verliere die Runde aber. Ja, weil wir den TF nicht gekillt haben. Verloren. No. Schade. Das ist nice. Das ist sehr, 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 sehr nice. Let's go. Verliere ich aber. Ah, immerhin noch den einen, ey. Das ist auch crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Keine Chance gehabt, ey. Aber egal. Wir haben jetzt noch einen weiteren Sorcerer. Gains Ability Power. Das trifft natürlich auch unseren Dude hier. Okay, das ist actually nicht so geil. Unlucky, ein Gold fehlt für die Economy. Wir auf Shoujin auf Ezreal erscheinen wir sie nicht. Wir bleiben über Low Level für die Units. Ja, verlieren wir auch. Hat die Rage Blade? Alter, gewinne ich das? Nee. Alter, war schon knapper, als ich erwartet habe. Nee. Boah, das ist fett. Ich nehme das hier. Mal ein bisschen rerollen. Bisschen rerollen. Noch einmal. Okay. Ja, Frontline ist halt gerade nicht gut aufgestellt. Aber wir müssen uns durchkämpfen. Das wird schon irgendwie. Gewinne ich das? Kann so und so enden. Oh mein Gott. Was war das, ey? Sehr geil, sehr, sehr geil. Richtig, ein Reroll. Okay, noch einer. Na, kann ich eigentlich nicht machen, ey. Muss ich aber. Okay, gucken wir mal.
Ja, gewonnen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und Chen ist auch gleich 3, hoffe ich. Du kleiner B, ey. Oh Mann, Digga, nur um mir das Game zu ruinen. Caitlyn kommt wieder rein. Rühren wir mal ein bisschen. Wichtig. Level 3 Leona. Der, den werde ich nicht boxen. Der wird mich komplett hops nehmen. Da habe ich keine Chance, ey. Aber der hier, weiß nicht. Der Shaco macht mich halt. Ja. Angel Traitor ist halt schwierig für mich. Wir müssen bis Level 9 kommen, damit wir 6er Chrono und 4er Sorcerer gehen können. Das verliere ich. Immerhin. Immerhin nur noch eine Minute. 3 AP verloren. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Können wir mit leben. Kriegen wir auch mehr Geld. Losing Streak. Falls wir noch was verlieren. Einmal ruhen. Oh, geil. Okay. Ja, so. Einmal. Okay, Limit. Ui. Schwieriges Match. Das hat auch gesessen. Ja, ich gewinne das, oder? Ja, ich gewinne das. Geil. Nein. Ja. Oha. Wie geil. Mach ich so. Und Warmox auch fett. Nice. Oh, ich brauch Shen so unbedingt, ey. Verliere den Infiltrator. Oder ich gewinne doch. Oh, zum Glück hat er mich nicht gewonshottet, ey. Geil. Träne, Syndra, die würde ich am liebsten haben. Oh Mann, ich brauche Shens, Alter. Shen muss 3 sein. Der übertankt dann. Ja, genau. Schön den Aurelion hucken. Nevermind, der hockt jemand anderen. Ist nicht so geil. Gewinne ich das? Ja. Boah. Aber wie ich das gewinne. Holy F. Ja, ist für Hypercarry, wie gesagt, ne? Aber da fehlen mir noch 6 Units für, dass ich den auf 3 krieg. Das glaube ich, werde ich nicht schaffen. Weil irgendjemand anderes geht ja auch Chrono, ne? Wer war denn das? Er, was sieht denn da Chrono? Und er hat 5 Astrids, der muss rausfliegen, sonst wird das hier nix. Ja, Caitlyn auf 3 wäre auch nett, aber ist nicht mein Plan eigentlich. Oh. Oh, mein Astrid mittendrin. Macht keinen Schaden. Ich verliere die Runde. Wäre noch gar nicht so eindeutig, aber ich verliere sie auf jeden Fall. Schade. Sehr close. Nice, wichtig. Ja, Ahri kommt wieder rauf jetzt. Ich muss ein bisschen rerollen, ich brauche Shen. Okay, erst will ich mit. Shaco 3. Abfahrt. Nachher habe ich eine Caitlyn 3 als einzige, ey. Die ist nicht mal Hyper-Dings. Nochmal Tankiness, ne? Okay, nice. Wenn ich verlieren sollte, verkaufe ich auf jeden Fall den Blitz. Oder wenn Shen kommt. Gleich ein. Oh Mann, Digga, Mann. Ich muss TF in die Ecke machen gleich. Verliert so sehr, wenn der S gefokust wird. Kann mal jemand den Shaco fokussen, Leute? God bless. Der Chrono gegangen ist, ist immer noch drin, aber 8 AP nur noch. Sieht gut aus für uns. Ja, muss ich verkaufen. So, du kommst dahin. Andy, oh, der ist für 3. Kann ich nicht vergessen. Oh, ja, geht nicht. Das kann sie nicht basteln. Sehr geil. Unlucky. Aber ich muss auf jeden Fall erst Syndra versuchen. Ja, ich verkaufe die Ari. Einmal rollen. Okay. Dann einmal noch. Nein, was mache ich jetzt? Eigentlich kann ich Caitlyn gleich verkaufen, ne? Eigentlich. Die Chronos sind free. Oh, meine Syndra ist tot. Nicht gut. Und seine lebt noch. Ich hab verloren.
Scheiße, runter, ne? Champion Duplicator. Hätte ich schon Ewigkeiten benutzen können. Ich warte noch kurz ab, vielleicht kriege ich einen Shen. Also, wann habe ich den? Ja, Sunfire würde ich am ehesten nehmen. Obwohl Sindor ist auch da. Ne, hier. Nimm mein, wir kriegen Mana und Leben. Das halt denn nämlich. Shen, Shen, Shen. Okay. Guck mal, noch 5 Leute. Das sieht doch auf jeden Fall nach Top 4 aus für uns. Ich bin gegen Platz Nummer 1. Und der ist strong, der Typ, ey. Gewinne ich das? Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Wir sind hier jetzt gleich tot. Nice. Sehr, sehr geil. Einmal. Okay, gehen wir gucken. Wo sind Dummies? Die sind strong. Oh Mann, Astro ist tot. Ich verliere. Oh, Shaco ist tot. Geil. Nice. Richtig, richtig geil. Einmal rerollen ist keiner. Ja, ich kann eigentlich so machen. Aber nee, okay. Ich glaube, ich gehe für Caitlyn. The bench is full. Ist doch gar nicht voll. Das sind mehrere Champions wahrscheinlich, okay. Vielleicht gleich 2 Caitlyns oder ein Syndran, Wukong, Ezreal, Ahri, irgendwas. Ja, ich glaube, ich baller noch Sunfire rauf. Frontline muss ja ein bisschen länger überleben. Das ist sehr gut. Kann ich jetzt aufsammeln? Ja, brauche ich leider beide nicht. Achso, das ist ein Sorcerer. Na, vielleicht nehmen wir den gleich noch mit. Okay, gegen Bots. Das ist per se ganz gut. Oh, der richtige Fight wäre auf jeden Fall kritischer. Glaube ich. Ah, ich hätte den Victor kaufen sollen, ich Idiot. Nice, nice. Dann machen wir das mal safe. Ja, jetzt rerollen wir ein bisschen. Nice, nice. Noch ein oh mein Gott. Scheiß auf Caitlyn. Scheiß auf Caitlyn. Nice. Ah, ich will 3, nice. Jo, das war auf jeden Fall knapper, als es hätte sein müssen. Wie viele sind wir noch? 2. Baby, ein Grande Finale. Wir haben Astral 3. Ach, Xerath hätten wir auch kaufen können. Wenn wir die Runde gewinnen, verkaufe ich Wukong und nehme ihn hier noch mit. Mal gucken, ey, wie das jetzt läuft. Ah, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Solange der Yi lebt. Ja, keiner Fokus in Yi. Ah, er ist tot. Vielleicht gebe ich Warmox, I guess. Ja. Nee, im Rabatt. Nein! Jetzt habe ich Warmox dabei, ne? Das ist okay. So machen wir. Ui. Ui. Was machen wir? Was machen wir? Wir machen das. Nice, ey. Läuft, Leute, läuft. Ich muss auf jeden Fall mal umstellen, ey. Das wird mir jetzt so kritisch. Hat er den Egoism schon? Nee, oder? Gewinn oder ne? Ich verliere. Ich gewinne. Oh, God bless. Nice. Wer gibt mir eine Syndra? Baby! Scheiße. Wenn das jetzt mein Ende ist, dann weine ich. Aber die Syndra bleibt ganz entspannt. Oh, der hier hat überlebt. Nicht gut. Ich mach mal mehr so in die Mitte.
Digga, der Yi muss gebastelt werden, halt, das ist das Problem. Der Yi hat hier eben. Schade. Er hat den meisten Schaden gemacht, weil ich war. Eigentlich brauche ich nichts mehr, ne? Ich kann nichts mehr machen, oder? Habe ich noch ein Level 1er? Habe ich noch ein Level 1er? Ja, Thrash. Sehe ich aber nicht. Dragonet Redemption. Zack, einfach die Frontline muss länger überleben. Oh, er hat umgestellt. Scheiße, gut, ey. Scheiße. Oh, oh, gefährlich. Und der hier ist noch da. Oh, er ist weg. Geil. Aber er wird nicht rausfliegen, glaube ich, oder? Doch! Da! Geil! Geil! Und liebe Leute, wir haben unser neues YouTube-Video. Ich freue mich doch, Digga. Das ist doch geil. Das ist mal geil. Einfach nur geil.